Taifun, auf jeden Fall. Dann wären wir bei 58, das passt noch. Wolf, da wollte ich auf jeden Fall welche bauen für meine Armeeflotte, die durchkommt. Aquarius, da können wir wieder zwei bauen, die wir gerade rüber geschiftet haben. Der ist auf Maximum. Der kann 33 Armeen, also bauen wir noch welche. Das ist der 525er, da passt alles. Seine 10 Vulkan, ja genau, da passiert auch nichts. Kontrolle, muss ich eigentlich auch nicht die Runde. Ja, wieder mehr Rot als Grün. Sehr ungünstig. Aber ein bisschen was kommt noch bei rum. So, Bauphase. Ich glaube, 69 war noch nicht fertig, ne? 46, 77. Dann bauen wir hier mal tatsächlich voll, dass wir da nicht den Überblick verlieren. Sehr schön. Bauphase, weiter geht's hier. Terminus baut wahrscheinlich nur wieder genau. Mache ich eh nicht. Rohstofftransportgeschichten hier, Nahrungstransporte, jede Runde. Ach so, das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist Bauen. 15, 17 ist voll. Mir fehlt immer noch eine aktive Fabrik. Dann wird es halt wieder planetare Verteidigung. So, wie sieht es hier aus? Erholen wir uns langsam. Ja, 128 Nahrung. 105, die Nahrungsdinger sind alle in Betrieb. Perfekt. Perfekt. Gut, wir haben ja hier auf dem Schiff noch einen Haufen Kram, also können wir eigentlich noch mal weiter in die Nahrung gehen. Dann müssen wir die Runde erstmal abladen, die Industriegüter. Die hatte ich ja jetzt noch auf dem Schiff gelassen zur Sicherheit, nicht, dass ich die irgendwie an eine autonome Kolonie verliere oder so. Oder weil der Planet unbewohnt wird. Da geht auch alles in die Schiffe. Da können wir eigentlich auch alles. Meine Flotte 1, das ist doch meine Kriegerflotte. Kann dann hier gleich Soldaten abholen. Leider nicht so viele, wie es sinnvoll wäre, weil die auch noch nicht voll ist, aber naja, so ist es halt. Bin immer noch in der Bauphase, wenn ich mich richtig erinnere. Brauche ich gar nicht immer in die Flotten reingucken. 22, 33. 22 haben wir schon. Da müssen wir noch zusehen, dass wir hier auf die 33 kommen. 16 sind 80. Okay, perfekt. War da auch schon genug. Okay, hier. Da fehlen mir auch noch aktive Industrien für den Schiffbau.
250 ist wieder eine voll. Irgendwie könnte ich hier vielleicht auch schon mal dann langsam anfangen, jetzt gerade wo ich auch die volle Flotte habe, die eine Transporterflotte voll habe, hier tatsächlich mal auch mal anfangen, Bomber zu bauen. So, in der Hoffnung, dass unten dann meine vier 250er Flotten da unten die ganze Besiedlung klar machen und immer mit durch hin und her tauschen von Sachen, die alle hochpushen. Und dann wird das nächste dann eh Invasion langsam. Neue Welten erobern. Dann können wir auch irgendwann mal die Konfliktphase benutzen. Nein! Ah, fuck, jetzt habe ich. Das war jetzt nicht gut und das kann auch gefährlich werden. Also Wolf müsste genug Nahrung haben, um die zusätzlichen Soldaten. Geistige Umnachtung, man klickt einfach zu schnell auf Weiter. Öfter mal. Jetzt glaube ich, die Bewegungsphase übersprungen. Das ist richtig, richtig blöd. Ja gut, Wes kann jetzt nochmal einen ordentlichen Push-Soldaten bauen auf Wolf. Auch mit denen, die ich jetzt zusätzlich habe. Erhöht das ja ein bisschen meine Produkt meine nicht Produktivitätsrate, sondern meine Vermehrungsrate, wie auch immer man es nennen will. Ach, verdammt, verdammt. Okay, also schauen wir mal. Hier sind wir auf Taifun. Wir haben 75 Nahrung, das heißt 33 können wir haben. Alles okay, bauen wir. Wolf, ja, volle Kanne rein. Den wir dann aber hoffentlich diesmal dann auch wirklich runter. 270 ist voll. Der noch viel Luft nach oben. 230 ist voll. Das wären 33 auch. Da können wir bauen. Da brauchen wir nichts bauen. 210 ist auch voll. Kontrollphase. Ja, echt mal gucken, was ich hier weiterklicke. Drei kündigen, nur einer kommt. Bauphase. Okay, da haben wir schon planetare Verteidigung, also sind wir mit allem anderen durch. Ja, auch ein gutes Zeichen, wenn ich planetare Verteidigung. Ich muss ja gar nicht mal alle bauen, aber eine oder so, dann sehe ich schon am Planeten, wenn ich planetare Verteidigung gebaut habe, weiß ich, dass ich meine ganzen anderen Sachen fertig gebaut habe. So wie hier zum Beispiel. Dann brauche ich die gar nicht voll bauen mit planetarer Verteidigung. Habe aber trotzdem ein Signal, dass ich nicht nochmal in die Berechnung schauen muss. Taifun 15, 17, okay, das ist eh schon das Maximum. Ja, Gott sei Dank hat die Nahrung gereicht. Aber das ist jetzt halt, weil ich, ja doch, ich habe halt die Population schon. Die ist mir auch noch nicht aus dem Ruder gelaufen, alles okay. So, bauen kann ich aber nichts, weil ich immer noch nicht ausgeladen habe. Schweinerei. Vulkanier. Der hat auch schon 55 Batterien. Da brauche ich auch nichts weiter checken. Da können wir einfach Transporter bauen, wie verrückt. Wolf. Braucht eigentlich auch nur Transporter bauen. Ja, der hat sonst auch schon alles voll. Gut, da nicht, die ist fertig, die Flotte. Aber hier. Da habe ich jetzt auch einen Haufen Industrie wieder verbraucht durch den Bau der Soldaten. Aber das schadet ja nicht. So.
Die brauche ich ja gleich. Kann ich gleich einladen, alle. Ach, das war der 22-33, genau. 22 haben wir. 33 wird noch dauern. Kann immer noch keine Schiffe bauen. Okay, die Flotte ist noch nicht voll, also bauen wir die erstmal voll. Ich glaube, das ist eine kleine, die ich von irgendwo rangekarrt habe. Ich glaube, die andere im System war die 250er, da hätte ich doch Bomber bauen können, aber egal, brauche ich Bomber halt eine Runde später. Wird eh noch eine Weile dauern. Ich brauche jetzt 2 Jahre, um mit meiner Armeeflotte darunter zu fliegen, zu dem anderen blauen wahrscheinlich. Das heißt, dass meine anderen 3 Flotten ein Jahr da warten müssen. Und dann dauert es ja noch mal etliche Jahre, bis ich da unten die ganzen Dinger so weit hochgerüstet habe, bevor ich überhaupt mal dran denken kann, hier große Angriffe zu machen. Und bis dahin habe ich locker auch Bomber gebaut. Dann weiß ich nur noch nicht, wo ich anfange. Ob ich wirklich einfach oben links anfange und dann von oben links die ganze Map erobere oder wie ich das dann mache, das muss ich mal sehen. So, Bewegungsphase, die brauche ich jetzt aber wirklich, weil zweimal hintereinander, das wäre schon übel. Zumal ja auch schon die eine oder andere Flotte voll war, habe ich gesehen. Von meinen Handelsdingern. So, da sind wir 10 drauf. Das war aber nicht mal die, die ich meinte. Ich glaube, die hier war voll. So ziemlich. Genau, ich habe jetzt halt die paar Schiffe nachgebaut, deswegen sind ein paar Slots frei. 15 drauf. Dann gehen wir dahin. Tut sich gar nichts. Dann gehen wir dahin. So, da habe ich jetzt überschüssige Nahrung. Die brauche ich jetzt hier eigentlich nicht. Also hier einfach mal 10 drauf. Wieso hat er eigentlich nur 209 Schiffe? Das geht ja auch nicht, ne? Oh. Die ist dann genau voll. Dann lösen wir Flotte 4 mal auf und laden hier noch ordentlich was ab. Ich weiß nicht, ob der so viele Soldaten braucht, aber ansonsten nehme ich die mit, weil ich brauche die dann eh in meinen Besiedlungsdings da unten. Was ist denn hier mein 13 bis 63? Okay, alles über 13 brauche ich eigentlich nicht, dann nehme ich die mal mit. Mal 15 passt schon. Wobei Nahrung ist nicht so. Ja, ein bisschen was mit. So, und dann kann der nämlich wieder abdüsen. Kann hier inzwischen Stopp zum Handeln einlegen. Dann jetzt hier weiter mit Bewegung. Na gut. Läuft der Handel auch schleppend. Hier aber Wolf. Jetzt muss ich nochmal gucken, was hier mein Maximum und Minimum war. 10 bis 69. Das ist richtig geil. Kann ich hier nämlich bis auf 10 alles runterholen. Das ist richtig cool. Er kann sich dann langsam wieder aufrüsten. Gut, und Industriegüter.
Gut, andererseits, sonst kriege ich unterwegs keine Soldaten. Können wir die 58 eigentlich mitnehmen? Ah, wobei, was soll's? Ich kann ja dann vielleicht auch handeln in dem System, wenn ich da ankomme. Ich habe meine Handelsflotte da. So, dann kann er auch dahin. Was mit der anderen? Der regulären, genau, die hat. Wieso war ich jetzt eben in dem anderen? Weil ich noch im System war. Bin ich dann erst danach in die Galaxis? Okay, wie auch immer. Gut, also dann schauen wir hier noch. Der ist voll, das ist sehr schön. Ach, die 14 ist die volle mit den Gütern, okay. Nun gut. Kann ich die 14 aber zu 4 machen? Da sind sie nicht so weit auseinander und ich muss nicht immer über die leeren da drüber springen. Okay, jetzt dürfen wir aber die Bewegungsphase beenden. Diesmal ist alles in Ordnung, alles seine Richtigkeit. Taifun! 22 werden 64, das ist in Ordnung. Wolf, ja, den kann ich auf jeden Fall wieder hochrüsten. Das sind 270, da sind wir auf Maximum. Da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. 53 sind 230, da sind wir auf Maximum. Da können wir 33 haben, also können wir noch ein bisschen was machen. 525, das ist der, der ist fix. 210 ist voll. Und kontrollieren kann man noch nichts. Ja, und meine drei anderen Flotten sind schon da, nur die Armeeflotte fehlt noch. Dummerweise kann ich halt ohne die Armeeflotte gar nichts machen, was Planetenbesiedlung angeht. Ja, Handelsausbeute wird jetzt so langsam auch ein bisschen, kommt jetzt so langsam in den Bereich erbärmlich. Bin ich jetzt eigentlich gerade in der Bauphase? Ja. Genau, da haben wir alles gebaut, was ging. Also Schiffe. Das dauert echt, bis man die Flotten, also 75 Flotten ist echt verdammt viel, ja. Selbst wenn man jetzt hier keine Gegner hat, die einem dauernd seine, die Schiffe wegkloppen. Ups, Kampfraumer wollte ich auf gar keinen Fall. Wenn dann Bomber. Ich glaube, Kampfraumer brauche ich auch überhaupt nicht, wenn ich keine Gegenspieler habe. Die sind ja nur für einen Kampf gegen Schiffe, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben ja keinen anderen Modus. Da ist ja gar keiner mehr. Hier ist was los. Aber jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen Haufen Industriegüter. 30, 24. Das wird wohl auch das Maximum sein mit 63. Genau. Also machen wir die voll. Fangen die schon mal ordentlich an.
Wir haben ja genug Leute, sollte ja eigentlich schon einiges gehen. Sind wir auch schon gut dabei. Und auch hier alles in die Raumschiffe. So, hier haben wir 22,33. Sehr gut, und da haben wir auch schon die maximale Bevölkerung. Das heißt, die Fabriken werden auch ordentlich bedient. Perfekt. Perfekt. Gucken, ob wir hier mal langsam wieder Schiffe bauen dürfen. Ne, 7 aktiv. Das dauert noch, aber gut, die werden ja auch nicht schlecht, die Industriegüter. Ich könnte die natürlich auch auf den anderen Planeten rüberschiften, aber so dringend ist es dann auch nicht. Viererflotte ist voll, dann habe ich ja gesagt, dann baue ich jetzt einfach mal, fange ich mal an, Bomber zu bauen. Weiß ich auch nicht, ob die anderen das, ob die Autonomen das merken und dann einfach ein bisschen skeptischer werden. Ich glaube, ich werde aber tatsächlich auch in meinem Hauptsystem die anderen beiden Planeten mal einnehmen als erstes, weil die eh nicht mehr groß mit mir handeln. Und wer nicht mit mir handelt, der wird zu Staub zermahlen. So funktioniert das. So funktioniert die Welt. So, Bewegungsphase mal wieder nicht überspringen, wenn es geht. Hier handelt auch keiner. Hier ist alles so vergeudet. Aber es ist echt ein Problem, dass man keine sonstige Markierung hat, in welchem System man tatsächlich Planeten hat und wenn man halt sich so verteilt. Ich meine, gut, im Multiplayer würde das so nicht passieren, dass man sich so kreuz und quer über die Galaxie verbreitet. Das wäre einfach blöd. Da ist es dann ein bisschen weniger schwierig, den Überblick zu behalten über seine Welten und seine Schiffe. Wenn die nicht so kreuz und quer in der Landgeschichte, nee, in der Weltgeschichte, in der Landschaft herumwuseln. Können wir auch nichts machen. Gut, da haben wir keine Schiffe. Der kann ruhig vor sich hin handeln. Hier 20, auch nicht so wirklich der geile Scheiß. Hier geht wenigstens ein bisschen was. Da sind jetzt nur die drei Flotten da. Ja, aber noch nicht meine Hauptstreitmacht. Die handeln ja auch einfach nicht mehr mit mir, die Schweine. Werden schon sehen, was sie davon haben. Die 44 Jahre schon, wenn er die ganze Zeit Imperator war, hier, wer auch immer das Sagen hat, dann haben die hoffentlich eine sehr lange Lebenserwartung. 33 ist hier das Limit, also haben wir immer noch Luft nach oben. Das heißt, wir können hier eh nur aufs Maximum gehen. Wir haben nur 63 Platz auf dem Planeten. Hier sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Da können wir tatsächlich 54, 64, 69. Da sind wir voll. Da haben wir auch noch viel Luft nach oben. Heimdall 230, das ist auch voll.
Da sind wir auch auf 33. Da können wir noch. Terminus ist voll. Der ist auch voll. Kontrollieren können wir hier immer noch nichts. Aber diese Runde können wir dann den Planeten. Jetzt müsste die Streitmacht eigentlich da sein. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich den Planeten einnehmen können. Wieso habe ich eigentlich auf dem Grün da unten immer noch kein Schiff? Habe ich da noch nichts bauen können? Ich wenigstens mal einen Transporter da habe oder so. Bauphase. Jetzt wird es aber langsam hier ordentlich. Ist die Bevölkerung voll? Fabriken alle aufgebaut. Das wird hier nicht passieren. Aber ach, Transport ist schon mal besser als gar nichts. Ach so, ich musste erstmal noch die ganzen Industrien bauen auf dem anderen, deswegen habe ich da noch keine Flotte bauen können und so. Ah, richtig. Aber vielleicht werde ich mal ein Transportschiff alibimäßig dann schon mal bauen. 15, 17. Ja, in dem System. Jetzt sind sie nämlich aktiv. 30, 24, da gehe ich auch aufs Maximum. Sehr schön. Eine weniger und dann bauen wir uns hier auf jeden Fall mal. Ah, shit. Auf jeden Fall mal Transportschiffe, damit ich hier wieder einen Marker auf der Map habe, dass ich hier zu Hause bin, nicht wahr? Dann jetzt hier weiter. Transporter fast voll. Jetzt sind die Transporter voll. Dann kann ich hier nämlich auch schon mal die Flotte erweitern um Bomber. Wobei eigentlich. Ja, gut, eine getrennte Bomberflotte macht eigentlich keinen Sinn, weil die werden eh alle zusammengezogen beim Angriffsfall, die im System sind. Wolf. Da wird gut gehandelt, deswegen ist hier ganz gut, auch ein bisschen mehr Transporter zu haben. Dann da oben geht es ja auch gut voran. 22, 33. Wir nähern uns. Mal gucken, ob ich jetzt endlich wieder Schiffe bauen darf auf Phoebe oder Phoebe, wie auch immer man es aussprechen will. Ja, ist sehr schön. Bomber sind halt sackteuer. Ich glaube, die kosten 15. Das ist gerade richtig. In Erinnerung habe. Kampfraum aber, glaube ich, 10. Transporter 5. Achso, gut, jetzt muss ich natürlich auf beiden Planeten machen. Wenn ich hier den mit dem Unmengen an Ressourcen ignorieren, das wäre ein bisschen blöd. Ja, Bomber bauen, das dauert schon, ey. So weit ist es noch nicht. Bewegung.
Das wird jetzt ein bisschen umfangreicher, weil ich jetzt da besiedeln dürfte. Besiedeln können dürfte, wie auch immer. Also der übliche Check in der Flotte, die nicht handelt. Schweinerei. Jetzt wäre ich wieder fast auf weitergegangen. Ja, tut sich wenigstens was. Bei 25. Da wird noch gar nichts gehandelt. Dann lade ich einfach mal einen ein. Vielleicht handle ich ja mal einen. Wenn die Schiffe da rumstehen, sollen sie aber tun für ihr Geld. So. Da. Oh, geht so, ne? Das sind alles so Larifari-Mengen hier. Hier fehlen mir die Schiffe. Aber das wird gleich, weil ich habe jetzt ja die Industrien fast vollständig ausgebaut da. Da fehlen ja nur noch drei oder so. Da geht gar nichts. Heimatsystem. Denen geht's so gut hier, die ruhen sich aus. Ja, fast wieder auf weitergegangen. Meine Güte, ich lerne es auch nicht mehr. So, der. Wie sieht's denn hier aus? Der langsam ein bisschen voller? Ne, der handelt gar nicht. Da ist kein Planet. Kann ich eigentlich hier mitschicken, dann hat er ein bisschen Stauraum. Extra. Also Paradise. Naja, schauen wir mal, ne? 1828, ein riesengroßer Planet. Wenig arbeiten, riesen Platz für die paar Hanseln, die da sind. 1365. Ja, dann sage ich mal, ich packe die 13 runter und vielleicht 20 oder so. Schauen wir mal. Bei brauche ich eigentlich auch nicht 10. Da packen wir mal 10 Armeen hin und die ganzen Güter hier. Das ist eh mein Armeenschiff. Die haben die Güter gar nichts verloren. Dann. Noch mehr Güter. Ja, shit. Jetzt haben wir einfach mal 100. Boah, guck mal. 30 nehmen. Dann geht da schon mal was. Der Rest ist Nahrung. Vierzig, 80, sagen wir mal 90 Nahrung. Dann haben wir ja schon alles erledigt. Da haben wir zwei Unbewohnte. Also können unsere Flotten mal dahin weiter verschieben. Dahin. Bestätigen.
Zweite Flotte. Die Güterflotte. Sklavenflotte auf jeden Fall auch. Jetzt bin ich noch nicht so sicher. Bauphase kommt ja noch, also müsste es eigentlich schon hinhauen. Nicht, dass mir da irgendwie die Nahrung ausgeht oder so. Schicken wir die mal weg. So. Alles erledigt. Ich habe für 2 Jahre Nahrung. Das heißt, in der nächsten Bauphase, nächstes Jahr, kann ich die Farm bauen. Dann habe ich immer noch genug Nahrung. Größtenteils. Also es verdirbt zu viel, um die noch ein Jahr durchzubringen. Aber falls die Nahrung erst produziert wird, nachdem, also der Ertrag erst gut geschrieben wird, nachdem abgezogen ist, muss ich da tatsächlich nochmal mit der Erhöhung der Bevölkerungsgrenze warten, glaube ich. Muss ich gleich nochmal gucken. Taifun 33. Okay, dann kommen wir langsam ans Limit. Hier können wir, glaube ich, 63 haben und es ist trotzdem noch nicht genug. 150 Nahrung, mehr als genug. Da können wir dann 54, 64, 69. Ah, ist Wolf, genau, 69. Kommt mir doch bekannt vor. Der ist voll. Der kann auch einfach bis Maximum hoch. Sind wir am einfachsten. Der ist voll. Das sind 33. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Terminus ist voll. Der ist auch voll. Und jetzt ist halt die Frage, habe ich auf dem Schiff noch Nahrung? Hatte ich die mitgenommen? Ja. Sehr gut, dann müsste ich eigentlich schon trotzdem die erhöhen können. Weil dann habe ich ja noch Reservenahrung auf dem Schiff, wenn es hart auf hart kommt. Und ich brauche eh bloß 65. 65. Nein, nicht 66. 65. Ich überlege gerade, die vermehren sich auf 36 nächstes Jahr. Das geht noch. Ja, sind mehrere Runden. Ja, bis dahin sollte auch die Fabrik laufen. Okay. Gucken, ob die jetzt handeln da in dem System, in meinem neuen System. Da habe ich jetzt ein bisschen Industriegüter wieder angeschleppt und die haben ja auch noch Platz in der Flotte. Moment, plus 2. Sieht ja schon ein bisschen besser aus, wieder die Handelsliste mit den Erträgen. Heimdall. Handeln tut ja auch keiner. Schweinerei. Ja, jetzt kann er sich gut selbst versorgen. Aber das ist jetzt halt genau das Problem. Die sind so weit auseinander, dass ich halt auch jetzt die Schiffe, die ich da produziert habe, nicht groß irgendwo hinkarren kann. Dann stehen die da halt so ein bisschen ungenutzt in der Gegend rum. Ist halt auch nicht ideal. Vielleicht doch früher angreifen sollen schon und mich mehr auf die Nachbarsysteme von meinem Staatssystem konzentrieren.
30, 8, 30, 24 ist eh das Maximum. Fehlt mir jetzt noch einer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ach Gott. Herrgott, nochmal. Unfassbar. Mit dem automatisch überspringen und diesem automatisch anzeigen und so, wenn es jetzt nicht diese Verzögerungs-Reaktionszeit hätte. Das ist vielleicht auch halb so schlimm. Paradise. Gut, das ist ja auch alles auf Maximum. Genau. Also erstmal volle Kanne in die Nahrung rein. Vierzig reicht nämlich gerade noch so für dieses Jahr. Weil sich vermehren reicht es auch nicht. Also ich muss auf jeden Fall die Nahrung abladen aus meinem Schiff, was ich hier noch habe. Zur Sicherheit. Sonst kann das sehr eklig werden. Können wir auch die restlichen Schiffe bauen. Meine Bomber. So. Da müssen wir jetzt auch fertig werden eigentlich. Zweiundzwanzig, dreiunddreißig. Da haben wir hier mal ein bisschen Verteidigung. Eins bloß als Signal ist, dass der Planet fertig ausgebaut ist. Und die sind auch wieder hier in der vollen Produktion zugange. Sehr schön. Und fertig. Ja, bald werden wir auch mal Konflikten. Fehlt nicht mehr viel. So, Bewegung. Ja, gut, da tut sich ja eh nichts. Da können wir vielleicht abladen. Schon mal ordentlich. Da tut sich auch überhaupt nichts. Der lädt halt den einen ab, aber immerhin. Mehr als in seinem Nachbarsystem da, die bringen gar nichts zu Wege. Achso, ich bin ja Bewegung, meine Güte. Haben wir hier erreicht? Nix. Da haben wir. Da gut, ein bisschen was. Ja, 25 vielleicht. Falls doch mal einer ein bisschen mehr handeln will, dass wir es auch haben. Hier. Auch wieder richtig gut funktioniert beim Handel. Nur da fehlen mir halt die Transportschiffe, das auch gebührend zu genießen. Ja, also wenn die sich vermehren, bleiben wir mal lieber ein bisschen vorsichtig. Sagen wir mal 50, sollten wir mindestens 100 haben. Na gut, 94. Haben wir noch 10 ab. Und
Können wir immer noch handeln mit der Flotte, aber wir haben auch ein bisschen was auf Planeten zum Bauen. So, und dann sind wir hier im Master-System. Da tut sich halt auch so gar nichts mit dem Handel. Der kommt aber erst so ganz langsam wieder in die Gänge. Heißt, ich sollte vielleicht sogar wirklich so nach und nach schon mal Soldaten aufs Schiff holen. Der Kleine baut noch auf. Oder ich ziehe die rüber, dann kann der andere schneller aufbauen. Das macht viel mehr Sinn. Ich lasse die gar nicht auf dem Schiff, sondern ich nehme die erstmal hier runter. Und lade die hier aus. Dann kommt der nämlich schnell auf die 87. Dann kann ich wieder schneller größere Mengen produzieren. Und der andere kann ja die 4 da locker nachproduzieren. Das geht ja easy.